So, herzlich willkommen zu Elden Ring. Folge 4. Mit Glücksrad. Wir haben den Drachen besiegt. Und ziehen jetzt hier weiter. Und ich glaube, es geht nach unten. Es geht nach oben. Natürlich geht es nach oben. War das nicht ein Löwe? Hä, wie hieß denn der Boss? Der hieß doch irgendwas mit Drache, oder nicht? Ja, für mich war das ein Drache. Warte mal, wir haben doch seinen Helm bekommen. Göttlicher Bestienkopf. Ja, okay. Keine Ahnung, was auch immer. Dann halt die Katze. Das war ein Löwe, ich bin ein Löwe. Man sieht in Chats, in den Videos gar... Wie meinst du das, Maxwell? Verehrte Geisterasche, okay. Alter, wo sind wir denn, Junge? Wir sind fast am Ziel. Also oben, wo die Treppe aufhört, müsste irgendwie... Da müsste was sein. Wenn wir Hallo YouTube sagen, sieht man bei YouTube ja nicht. Da ist was dran allerdings. Mach mal aber ein bestimmtes Titelbild. Wie jetzt? Problem ist, ich würde gern so richtig geile Thumbnails machen für YouTube. Aber, ich kann's nicht. Ich würde gern Thumbnails machen noch mit so einem... Nachricht vom Schattenturm. Ich würde gern Thumbnails machen noch mit so einem Bild von mir drauf. Irgendwie ein bisschen bearbeitet und so, aber ich bin einfach zu dumm. Nachricht vom Schattenturm. Von Nadelritterin Leda hinterlassene Nachricht an gleichgesinnte Geister, die ebenfalls Mikellas Spur folgen. Das Tor der Göttlichkeit liegt im Turm, der von Schatten versiegelt ist. Dorthin wird der gütige Mikella sicherlich gehen. Wir sind keine himmlischen, aber wir müssen den Pfad finden, der uns dorthin führen wird. Ich werde den Kreuzen nach Osten folgen. Okay, das heißt, wir kommen hier momentan nicht weiter. I guess... Achso. Wahrscheinlich ist hier irgendwie der Endboss drin oder so. Und da kommen wir erst ganz am Ende rein. Dann die Burg. Da waren wir überall. Nee, aber irgendwas fehlt uns noch in dieser Burg. Weil da gab es unten auch noch was. Unten gab es auch noch eine Area. Und da waren wir noch gar nicht. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Irgendwo haben wir einen Weg übersehen. Ach, scheiße. Die sind ein bisschen spooky. Guck mal, da unten, da waren wir ja noch gar nicht. Nee, warte mal, da waren wir auch schon. Stimmt, von da sind wir gekommen. Aber irgendwo habe ich... Naja, egal. Wir müssen ja eh nochmal her. Aber ich glaube, wir haben eigentlich so gut wie alles abgedeckt. So, dann können wir hier über die... Ah, wir können einmal hier hin. Wir können zu den Seen hier gucken. Hier ist auch nochmal irgendwas. Das ist wahrscheinlich eine Brücke oder... Ah, nee, warte, von hier sind wir gekommen. Genau, da sind wir in die Burg rein. Werd Vollzeit-Streamer. Dann kannst du den ganzen Tag Senf fressen. Dann glaube ich nicht... Ich glaube, ich würde von hier hoch einmal gucken, was das hier für ein komisches Dorf ist. Einmal hier zum See gucken und dann würde ich...
Jetzt die Frage, entweder hierhin oder nach rechts rüber. Wir schauen mal. Bin auch weiter als Jäger. Liebe das DLC, kann kaum aufhören. Den würde ich so gerne auseinandernehmen. Aber ich habe auch Schiss. Ich meine, wir haben dem halt gar keinen Damage gemacht. Gar keinen. Nee, aber Alexa fängt auch manchmal einfach an mit Musik spielen. Okay. Aber irgendwas, okay. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Also bei dem muss es, entweder fehlt uns ein Item oder ein bestimmter Talisman. Weil wir machen ihm halt wirklich null Damage. Das ist übelst weird. Den können wir so definitiv nicht fighten. Dodge, dodge, Stich. So, was haben wir da unten? Einen riesigen Abgrund. Okay, wir müssen die Brücke nehmen. Dem brennt der Helm, das stimmt nicht mit ihm. Ja, da ist auch was dran. Die Riesenfackeln checke ich auch noch nicht. Hä, er ist wirklich so eine Fackel, ne? Er ist so eine Feuerschale, diese... So, was ist da unten? Schon erstmal da runter. Okay, Alter. Was ist denn mit euch? Alter, was sie auch für ein Damage gemacht haben. Aber da merkst du es wieder, in der Masse ist einfach jeder Gegner gefährlich hier. Kleine Kriegsasche. Wie vorsichtig er seit dem Glücksrad ist. Also ich muss sagen, mir persönlich fällt jetzt gar nicht so ein krasser Unterschied, auf. Dass ich sage, ich spiele es irgendwie übertrieben anders. Ich sag mal klar, guckst hier und da vielleicht doch mal um eine Ecke mehr, bevor du in irgendeinen Raum reinrennst oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber an sich spiele ich eigentlich auch wie vorher. Marcel, hau raus deine Theorie. Was ist deine Theorie?
Check's immer nicht. Hier sind immer irgendwelche See. Ah, da ist wirklich ein See. Vor allem Ratten. Junge, wie oft ich schon von Ratten getötet worden bin. Peinlich. Naja. Oh, interesting. Mich hat vorhin so ein komischer Elch gekillt. So ein Elektro-Elch. Ach du Scheiße, das sieht aber gar nicht gut aus hier. Ja, so ein Elektro-Elch hat mich vorhin gekillt. Was soll ich dir sagen? Boah, imagine. Imagine, jetzt kommt so ein Viech wie dieses Astell-Bewahrer der Sterne oder wie das heißt. Der war auch in so einem random Dungeon einfach ganz unten der Endboss. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Ich glaube, da kommen wir nicht wieder raus. Ich glaube, wir müssen uns einen neuen Ausgang suchen. Hübsch da unten. Ne? Sympathisch. Kann sich unterhalten. Kackt der Junge? Zeit für Mist. Können an der Stelle einfach mal sagen, wie krass Elden Ring einfach aussieht, diese Details, diese Grafik. Will nicht wissen, wie Games in 5 Jahren aussehen. True. Vor allem jetzt, wenn ich mir Bodycam angucke mit Unreal Engine 5. Also das ist schon gestört, wie das Game aussieht. Sieht einfach aus, wäre das draußen gefilmt worden. Das ist schon echt crazy. Was da gerade für eine Entwicklung am Start ist. Oh. Okay, immer noch keine Festung Nacht. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Wir müssen hier durch, wo ich gerade hochgesprungen bin. Okay. Wer weint denn so? Ah, die hier unten. Weil die wissen, sie werden gleich hops genommen. Ich wüsste echt gern, was die Lore von den Boys hier ist. Die haben 100 Pro wieder irgend so eine richtig diepe, abgefuckte Lore. Ich warte mit der Theorie, weil es ein leichter Spoiler wäre. Okay, alles. Ups. Junge, wo sind wir? What the fuck geht denn hier ab? Alter, ich dachte, wir machen irgend so einen kleinen Dungeon oder so. Auf einmal sind wir hier in der Unterwelt.
Warum habe ich immer noch das mit der Abstimmung auf Nein-Symbol? Hast du bei mir tatsächlich nicht. Vielleicht hängt es nur bei dir. Kann auch sein. Junge, wer war er denn? Innereienfleisch, Alter, ist ja garstig. Also. Also irgendwo muss es weitergehen. Hä, warum sterben hier alle? Mein Gott. Oh mein Gott, wie ich sowas nicht vermisst habe. Muss ich hier springen? Ein Jumping Puzzle ist ein Elden Ring. Dinge, die niemand braucht. Scheiße. Ich bin falsch gelaufen. Nein. Ich bin falsch. Ich komme nicht mehr darüber. Gibt's da eine Leiter? Ja, genau. So müssen wir es machen. Nein, ich bin nicht richtig. Ich muss darüber. Ich komme doch von hier niemals mehr darüber. Und eine Leiter gibt's auch nicht. Wir müssen von oben auf diese Plattform. Es geht. Ach Scheiße, ich kann nicht teleportieren hier drin. Ja, und jetzt komme ich nämlich nicht zu der Kiste. Da unten sind noch. Ich weiß, aber ich will zu der Kiste. Und da komme ich von hier jetzt nicht mehr hin. Das ist meine Problematik. Ach du Scheiße, der lebt. Das nervt mich jetzt. Voll übersehen? Ja, ist nicht so schlimm. Du bist doch nicht der Entdecker. Bin ich. Ja, warte mal. Kann es sein, unsere Waffe macht ja Feuerschaden? Scheiße, ich muss wieder meine Talismane ändern von vorn. Unsere Waffe macht ja Feuerdamage. Kann es sein, dass wir diesen Feuerriesen einfach kein Damage machen, weil die Feuerriesen sind und wir Feuerdamage machen? Vielleicht machen wir denn deswegen einfach null Schaden. So, dafür hatten wir... Irgendwas, was Feuerdamage macht. Aber was? Ja, macht es.
Wo ist es denn? Stärkt Feuerangriffe, senkt die Schadensresistenz. Feuriger Skorpionstalisman. So, den hatten wir und den Rest haben wir nicht geändert. Okay, alles klar. Perfekt. Mache auch wenig Schaden, liegt nicht am Feuer. Ja, okay, dann sind die vielleicht einfach ultra krass. Keine Ahnung. Oder vielleicht sollst du die gar nicht töten. Vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht finden wir es noch raus im Laufe des DLCs. Shit. Wow. Junge, was war das für ein Damage? Boah, ich kann nicht schreien, weil ich so heißer bin von dem... Ich weiß nicht, ob ich morgen nochmal Senf essen kann. Ich hab übelste Halsschmerzen. Alter, sind die ekelhaft. Ich wollte halt eigentlich nicht nochmal das Rad drehen. Aber ganz, ganz großer Vorteil. Ganz, ganz großer Vorteil, wir können die Kiste jetzt holen beim zweiten Mal durchlaufen. Wir wollten eh nochmal zurück zum Anfang. Alles nicht so wild. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Also, es kommt wirklich übertrieben oft, dass ich eklige Scheiße fressen muss. Wir haben von 20 Strafen haben wir 2, wo ich irgendwas Ekliges essen und trinken muss. Und gefühlt mache ich nichts anderes. Was hatten wir noch nie? Maus und Tastatur bis zum nächsten Tod. Steuerung invertieren hatten wir noch nie. 15 Minuten mit Ritterhelm hatten wir noch nie. Alles andere hatten wir schon. Wie kann man so eine Scheiße auf Ernst saufen? Ich kann es nicht nachvollziehen. Wie kann man sowas auf Ernst trinken? Brother, Als Bestrafung kann man das ernst trinken. Danke, Pestel. Was, das hat er vorhin nicht gemacht. Warte mal. Das hat er vorhin nicht gemacht. Der ist nicht rausgesprungen.
So, ganz ehrlich, damit wir mal zu irgendwas kommen, würde ich, glaube ich, hier einfach schön durchsprinten. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir unbedingt auf der richtigen Seite runterkommen. Heb meine Punkte auf, für was denn, Marcel? So, vorn bin ich da drüben runter. Wir wollen jetzt aber hier auf der Seite runter. So. So. Ja. Okay, okay, okay. Ah, I see, oh mein Gott. So, dann holen wir uns den Glassplitter. Und jetzt muss ich von hier, glaube ich, einfach nur nach vorne rollen. Oh mein Gott, ich dachte, ich prall an der Kette ab. Das Ding ist, viele Dinge, die man als Bestrafung nehmen könnte, sind in großen Mengen meist nicht gut. Ja, das stimmt. So wie, boah, ich habe echt Schiss vor denen jetzt mittlerweile. So wie Senf vermutlich. Aber warum nicht gleich so? So, aber ich muss sagen, also ich werde, glaube ich, jetzt so in einer halben, dreiviertel Stunde machen wir, glaube ich, Feierabend. Ich habe jetzt halt wirklich die Problematik und ich bin mir relativ sicher, das kommt vom Senf. Senf, ich sag die ganze Zeit Senf. Das kommt vom Senf und nicht vom Sauerkrautsaft, dass ich tatsächlich übertrieben heißer bin und so ein bisschen Halsschmerzen habe. Und ich glaube, das ist der Senf. Problem ist, wird es einfach nur darum gehen, zu leiden. So vom Störfaktor her, würde ich sagen, völlig egal. Das Problem ist nur, reden ist mega anstrengend, weil ich so heißer bin. Also ich muss mich mega anstrengen, um zu reden. Hey Maxwell, du hast doch aber gar nichts geschrieben. Du hast mega lang nichts geschrieben und dann aus dem Nichts fragst du, ob Nina dich ignoriert. Ich wünsche dir auf jeden Fall, sei es drum, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Nacht, Maxwell. Hat mich sehr gefreut, dass du heute hier warst. Und schlaf gut. Hey, ich schreibe die ganze Zeit. Also, dann sehe ich deine Nachricht. Also, ja, du schreibst schon die ganze Zeit, aber so die letzten 15 Minuten oder so kam halt nichts von dir. Oder der Chat ist bei dir verbuggt, aber die letzten 15 Minuten habe ich von dir keine Nachrichten im Chat. Also, keiner hier ignoriert dich, keine Angst. Aber ich sehe die Nachrichten auch nicht, weil du sagst, Nina ignoriert dich. Ich sehe auch keine Nachrichten von dir. Maxwell, gute Nacht. Danke nochmal für den ganzen Support. Schlaf gut und wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Bisschen Angst vor denen jetzt, seit die mich einmal gekillt haben.
So, hier waren wir ja schon. Dann kommst du. Easy. So, und jetzt kommen die zwei auf der Brücke. Ist ja auch eklig, ne? Die sitzen in den Töpfen drin. Denn dieses Schwert ist so geisteskrank. Es macht so einen Damage. Ich möchte nach Hause, ich auch. Sloopy! Beschwört 5 Leute hier in den Channel rein. Sloopy, vielen, vielen Dank für deinen Raid. Und einen wunderschönen Abend an alle, die hier gerade... Ich wollte schon eigentlich da auf die andere Seite von der Brücke. Und einen wunderschönen Abend an alle, die hier gerade reingeradet sind. Wir machen zwar auch nicht mehr allzu lange, so vielleicht noch so eine gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde, irgendwie sowas. Aber macht euch gern bequem. Holt euch eine Tüte Haribo. Und ihr dürft gerne noch ein bisschen mit uns chillen hier. Bleibt ruhig dran, um die Bestrafung zu sehen. Genau. Wir haben Glücksrad und hier gibt's auf die Fresse, wenn ich sterbe. Crazy Range auf jeden Fall. Fuck. Das war lucky. Oh mein Gott. Ja, einmal kurz heilen, damit er mich nicht one-shottet, wenn... What? Okay, die sind easy. Die sind ein bisschen scary, diese Viecher. Also, sobald du an den... Ich muss hier unbedingt mit dem Special Move killen. Sobald die zu nah an dir dran sind, sind die wirklich gefährlich. Weil der mich einfach fast one-shottet. Er ist nur am Senf fressen, einfach Rollbraten. Ich glaube, ich kann halt echt nie wieder irgendwie was mit Senf essen, selbst wenn es mir schmecken würde. Ich glaube wirklich, für dieses Leben habe ich einfach genug Senf gegessen jetzt. Kann man das auf? Was ist das? Gefrorene Made. Der Anonyme. Der anonyme Gifter, der nicht erkannt werden will, hat Sloopy hier einen Sub geschenkt. Sloopy, viel Spaß mit deinem werbefreien Stream. Herzlich willkommen bei den Jägern. Mach's dir gemütlich. Küsschen für den Sub. Von mir auch auf jeden Fall, wer auch immer das war, weil es war anonym. Djö. Wie läuft's hier bei euch? Bei uns läuft's super. Wir zocken Elden Ring mit Glücksrad und bei jedem Tod. Wir haben, glaube ich, 18 Strafen. Eine davon ist ein Löffel Senf und ich glaube, von 40 Toten habe ich heute 30 Löffel Senf gefressen. Macht Spaß, ist super. Super geil. Ich liebe Senf. Über alles. Meine Stimme ist auch nicht komplett weg, weil ich heute schon einen halben Kilo scharfen Senf gefressen habe. Also ich tue mich mittlerweile echt schwer zu reden. Und wir haben so geile Strafen und ich fresse die ganze Zeit nur Senf. Das ist so momentan der Stand der Dinge, ist total geil.
Aber ansonsten, DLC ist geil, es macht Spaß. Ja, ist ein geiler Stream. Rosti, Junge! Danke für deinen Sub. Was geht? Einen wunderschönen guten Abend. Was geht, ihr Noobs? Was geht bei dir, du Noob? Rosti McRoastmaster. Mann, wo muss ich denn lang? Ich bin doch irgendwo, bin ich doch hier vorne hochgeklettert. Da war es nicht. Heute wieder Stream, das heißt morgen. Das heißt morgen wieder Stream und nicht heute. So, also ich glaube, kann ich... Ah, warte mal, hier kann ich auf die Töpfe. Aber das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Irgendwo war nämlich auf so einem Topf... Da, guck mal, da liegt irgendwas Krasses. Aber wie komme ich da hin? Der ist auch da oben, der Penner. Hier? Nee. Oh. Oh, okay, nice. Der ist hier oben, auf den Dingern. Oh, shit. Ja, natürlich, dass heute, dass jetzt Samstag ist, ist mir auch bewusst. Aber von morgen spricht man erst nach dem Schlafen. Ist einfach so. Wenn es nachts um eins ist und ich bin noch wach, dann sage ich doch nicht, boah, heute gehe ich einkaufen. Dann sage ich, wenn ich am Samstag einkaufen gehe, dann sage ich, morgen gehe ich einkaufen. Weil ich habe noch nicht geschlafen. Also ist noch heute. Streamtechnisch, streamtechnisch weiß ich noch nicht, ob wir morgen streamen oder nicht. Ob wir den ganzen Tag streamen, erst abends. Werdet ihr morgen merken. Kann ich momentan noch nicht sagen. Wenn es nach mir geht, ja. Ich weiß aber nicht, was Frau geplant hat. Deswegen, spontan. Auf jeden Fall morgen. Würde ja gerne mehr zuschauen, aber will nicht gespoilert werden. Bei mir geht's ab Montag ins DLC. Ich bin so hyped. Geiler Scheiß, Rusti. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bis jetzt ist mega cool. Bis jetzt ist echt geil, bis auf die 4 Kilo Senf, die ich gegessen habe. Aber game-technisch bombastisch. Also es ist wirklich cool. Mir macht sehr viel Spaß. Morgen ist definitiv Senfpause, ja, auf jeden Fall, weil ansonsten kann ich morgen spätestens nach dreimal Senf wieder, also ich glaube, morgen nochmal das von heute, dann könnte ich überhaupt nicht mehr reden. So, wo war der Ausgang? Ich hab doch vorne hier einen Ausgang gefunden. Um mehr Schaden bei allen zu machen, diese Fragmente und Co. sammeln und benutzen bei der Gnade. Ja, das mache ich ja. Habe ich ja schon beides auf Level 4 oder 5 oder so. Wo war der fucking Ausgang? So, hier nicht. Oh mein Gott, ich hasse diesen Raum über alles. Ich bin seit 40 Minuten in diesem Raum hier, gefühlt. Statt Senf, 5 Liegestütze. Das wäre, glaube ich, eine geile Idee. Weil, ah, ich habe es gefunden. Weil das, glaube ich, eine coole Strafe. Es ist, ich betätige mich sportlich. Und, klingt ganz gut. Sauerkrautsaft können wir, glaube ich, drin lassen. Das ist widerlich, aber macht mir die Stimme nicht kaputt, wie Senf. Und anstatt Senf nehmen wir dann einfach 5 Liegestütze. Da sehe ich mich wirklich. Das ist eine verdammt gute Idee. Lege mein Handy beiseite und höre deine bezaubernde Stimme. Mach das, Rusti.
So kannst du trotzdem hier sein, ohne gespoilert zu werden. Sag mal, Rusi, habe ich mich schon für deinen Sub bedankt. Ich glaube nicht, Rusi. Oder? Nee, ich habe mich, glaube ich... Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, falls ich es nicht getan habe, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Habe ich nicht vergessen, habe ich nicht überlesen. Ich küsse dein Herz, Rusi. Oh shit, wie viele! Das ist so scary, weil es so viel Damage macht, ne? Also an sich sind die auch echt scheiße, aber wie alles in diesem DLC machen sie unfassbaren Schaden. Oh, not again, Junge. Schon wieder hier so ein komischer Abstieg oder was? Ist das hier ein Aufzug eigentlich? Kann ich mit dem Ding hier irgendwie... Ah, oh mein Gott, da ist der Boss. Da ist der Boss. Ah, okay, das bedeutet, hier geht's zum Boss. Das heißt, wir gehen erstmal den anderen Weg. Weißt du noch Gaffzip? Ja, natürlich. Ich sag ja heute noch Gaffzip, weil es einfach ein Meme ist mittlerweile. Aber... Hä? Hä? Junge, was passiert hier? Haben wir... Geste versuchen, was? Junge, okay, okay, okay. Niemals. Niemals wird es irgendwas bringen. Nee, das wollte ich nicht. Entfernen. Umschalten. Niemals wird es irgendwas bringen, hier diese Geste zu machen. Schwöre ich euch. Wir probieren es trotzdem. Sei es drum. Steh mal auf, bitte. Wow. Wow. Geste versuchen. Danke. Predicted. Predicted. Enttäuschend. Absolut enttäuschend. Nachricht herabsetzen. 2000 Bewertungen. 2000 Bewertungen. Ich weiß, by the way, auch gar nicht, wo ich hier gerade hinlaufe. Ich glaube... Ich glaube, ich laufe einfach nur zum Ausgang. Aber ich weiß es nicht, deswegen... Gucken wir es uns an, natürlich. Junge, der ist tot. Der ist tot. Er war tot. Trotzdem grabbt er mich noch. Das war wirklich ein crazy Bug. Das war wirklich ein heftiger Bug. Obwohl er null Leben hat und schon gestorben ist eigentlich, grabbt er mich noch. Oh shit! Wie kommt er über die Schwelle da hoch? Hä? Soundbug. I can leider not change it. Wait a minute. Wenn wir hier runtergehen, kommen wir da raus, wo wir gerade auch waren. Okay, alles klar. Aber was gibt's hier noch?
What give it noch? Nee. Okay, ich glaube, mehr gibt's hier gar nicht. Wir können jetzt runter zum Boss. Machen wir den Boss noch? Also, hä? Verstehe die Frage nicht. Selbstverständlich machen wir den Boss noch. Und zwar first try. Das Problem ist, hier ist kein Bonfire mehr. Ich habe keine Mana-Flasks mehr. Das ist schlecht. Also wir haben mit Sicherheit haben wir eine Marika-Statue hier, aber... Oder Marikas Pfahl. Aber wir gehen halt ohne Mana hier rein. Das ist, könnte ekelhaft werden. Let's go! Oh mein Gott, du. So, wir haben kein Mana mehr. Ab jetzt Nahkampf. Das ist kein Boss. Das ist doch kein Boss. Das ist ein Lappen. Dem wir den Boden gewischt haben. So, zum Eingang zurückkehren. Sofort. Aber irgendwas wird es doch hier noch geben, oder? Oder waren wir nur für die Asche hier und für ein paar Seelen? Ne, sieht nicht so aus. Was ist er für ein Kobold? So. Alter, aber ich muss sagen, der Dungeon war ja unnormal groß, Junge. Also wenn ich überlege, diese kleinen Dungeons aus dem Hauptspiel, da bist du ja durch drei Gänge gerannt und standest vorm Boss. Wenn ich überlege, wie lange wir hier jetzt unterwegs waren, das war ja crazy. Ich wusste es. Ich wusste es, dass die alle da runterkommen, sobald ich das Ding aufhebe. Oh shit, der lebt, oder? Der lebt 100 pro. Ich glaube, das war nicht so schlau. Entschuldigung. Ich habe echt nicht so gemeint. Das war eigentlich nur so aus Versehen im Vorbeilaufen. Geisterflammendrache. Manu? Nein, also ich sag mal, wenn ich einen Boss hitte. Und ich mache dem so ungefähr 1 Millimeter seiner Lebensleiste als Damage. Dann ist das für mich so ein Zeichen. Not yet. Keine gute Idee.
Fliegenschimmel. Ist ja garstig, Junge. Fliegenschimmel. Was auch immer das sein soll. So, wir merken uns Drache im See. Und Feuerriese auf der Ebene hier. Lass wir uns einfach markieren. Wo haben wir irgendwas liegen gelassen, was wir noch machen müssen? Oh Junge, aber... Der Drache ist schon crazy. Also wenn ich überlege, den Drachen im Hauptspiel hast du ja schon eigentlich echt guten Damage gemacht. Den Drachen im Hauptspiel hast du mit einem Hit echt guten Schaden gemacht. Aber ihm hier haben wir gar keinen Damage gemacht. Den Drachen. Den Drachen im Hauptspiel. Also ich bin jetzt mal, ich habe jetzt mal den ersten zum Beispiel als Beispiel genommen. Da bist du ja in Lurnia angekommen und da war sofort dieser Drache im See. Und ich glaube, dem hast du auch am Anfang schon echt guten Schaden gemacht, muss ich sagen. Obwohl du eigentlich noch null gelevelt und equipped warst. So, also deutlich mehr, als wir ihm jetzt hier gemacht haben. Mein erster war der weiße Drache. Ach, der in Caleb, der sich nicht bewegt. Nee, das war mein zweiter oder dritter. DKDN. Danke für dein Follow. Warte mal, was? Wer ist er eigentlich? Oh, wie es schmerzt, von Kopf bis zur Sohle. Helft mir, ich muss fragen, bin ich noch menschlich? Ist das der Grund, aus dem ich so leide? So, in das Haus kommen wir nicht. In das Haus kommen wir auch nicht. Jäger, nachdem er Senf gegessen hat. Also es ist wirklich, wirklich ekelhaft, muss ich sagen. Das Gefühl in meinem Hals. Hätte ich niemals gedacht. Hätte ich nie, also ich weiß nicht, ob ich vielleicht sowieso schon angeschlagen war oder ein bisschen heißer von der Arbeit oder so. Oder ob das jetzt wirklich nur der Senf ist. Aber hätte ich never ever gedacht, dass mich das so auseinandernimmt. Also es ist wirklich, wirklich störend mittlerweile. Auch eine ganze Menge Senf, ja, ist auch was dran. Ach komm. Junge, was ist das für ein Damage, Digga? Halt! Junge, er macht mit 90% Damage von meinem Leben mit seinem verpickten Grab, Alter. Ich wollte heute nicht mehr sterben. Thank you.
Guter Abschluss für heute. Definitiv. Wenn ich irgendwann auch noch lerne, wie ich die gescheit... Ah, warte, jetzt habe ich es, glaube ich. Habe ich? Nee, ich bin dumm. Warte. Weiß immer noch nicht, wie ich da am besten reinfasse. Wäre dir Senf lieber gewesen. Hand umdrehen. Weiß ich nicht, ob das so ein groß... Ja, ist auch keine schlechte Idee. Könnt's zumindest... Für die ersten Male ohne Handschuh. Scheiße, jetzt habe ich die... Die sind so fucking empfindlich, die Fallen. Jetzt habe ich die an den falschen Ort gelegt. Und ich habe echt Schiss vor den Dingern, wenn die einmal gespannt sind. Kein Bock, dass sie mir in die Fresse springt. Das tut nur mehr weh? Naja, aber deine Knöchel sind ja da oben. Hier ist ja eher nicht so empfindlich. Deine Handunterseite ist ja eher weniger empfindlich. Wie deine Knöchel hier und alles, wenn du es von oben in die Mausefalle machst. Oder warum sollte es so rum mehr wehtun? Das macht ja keinen Sinn. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ist echt ein Problem, mich und den Tisch ins Bild zu kriegen. Halt doch was anderes rein. Bist du bereit? Nein. Seid ihr bereit? Was ist, wenn ich so reinmache, dann kommt es genau auf. Aber dann ist er auch wieder auf. Hab Angst. Der Druck ist zu groß. Bereit, wenn sie hier sind. Ich weiß noch nicht, ob ich mit der Handfläche hier reingehe. Also, das scheiß Mikrofon ist im Weg. Ob ich hier mit der Handfläche reingehe, vielleicht einfach so rum. Das wäre vielleicht auch für den Anfang mal ein guter Start. Ich meine, hier ist ja alles weich, oder? Da kann ja nichts passieren. Nina, mach mich nicht nervös, Junge. Mach. Aber am Ende ist es noch schlimmer. Ich, keine Ahnung. Also... Ich mache hier stundenlang rum, bevor ich in diese Falle fasse. Das Problem war, okay, ich erkläre euch das Problem. Das Problem war, ich bin so mit der Hand rein in die Falle. Jetzt ist aber hier meine Hand natürlich relativ dick. Das heißt, ich habe mit dem Ballen hier, mit dem Handballen, habe ich praktisch die Falle, bevor sie richtig Schwung geholt hat, schon hier
in so einem halboffenen Zustand abgebremst. Weil die ist ja hier noch, die muss ja normal richtig Schwung holen, aber das ist hier zu breit. Das heißt, ich muss, glaube ich, schon so dann rein. Oder so von vorne. Easy, sage ich doch. Naja, aber Micha, ich glaube schon, wenn du jetzt die Falle nimmst und so reinfasst, so praktisch, dass du die genau hier auf den Finger schnippst. Weil dann hat die viel mehr Schwung. Guck mal, wie wenig die geöffnet ist. Dann hat die einfach viel mehr Zeit, Schwung zu holen. Und ich glaube, dann tut es schon weh. Also, wir merken uns, Handballen ist keck. Handballen ist keck, merken wir uns. Nächstes Mal wieder voll in die Fresse. Nächstes Mal wirklich einfach, da passiert schon nichts, glaube ich, ganz ehrlich. Das nächste Mal gehen wir einfach direkt mit der flachen Hand rein. Mach mit C, mach mit Nase. Ich mach mit euch gleich. Ich stopf euch in die Mausefalle. Ja, ich hab diesmal sogar selber dran gedacht. Bevor ihr euch beschwert habt. An die Kellen. Was hat mich eigentlich umgebracht, Alter? Der Penner war das. Krass, die einfach sind, Alter. Fliegenschimmel. What? Ach, die Cap? Ja, warte. Max, wir machen auch gleich Schluss. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Warum habe ich hier eigentlich aufgeräumt? In diesem Kackhaus ist gar nichts. Oh mein Gott, echt jetzt. Gute Nacht, Max. Ja, diesmal habe ich selber dran gedacht. Aber nur ans Umstellen, nicht ans Ausrichten. Leittalisman. Wer bist du und was kannst du? Erhöht die Resistenz gegen das euch zuletzt zugefügte Leiden. Klingt gar nicht mal so schlecht. Krabbe, oh Krabbe. So, da hinten ist irgendeine komische Stadt, die ich von hier schon, ja, so im Ansatz erkennen kann. Da waren wir jetzt. Da war der Drache. Okay. Jetzt könnten wir hier rüber und die Stadt hier abchecken. Wir könnten da drüben in das Schloss. Ich glaube, ich würde erstmal über die Brücke gehen. Und dann weiterschauen. Ich weiß gar nicht, ob... Ja, wobei, hier oben könnten wir auch weiter. Glaube ich, hier oben könnten wir auch diesen... Oh, wir müssen sowieso mal noch. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Kommen wir da runter, ist die Frage. Oder ist es praktisch out? Ne, guck mal, da sind Gegner. Also irgendwie müssen wir da runterkommen. Da drauf?
Irgendwie muss es da runtergehen. Ich weiß noch nicht wie, ich weiß noch nicht wo, aber da unten sind Dinge. Tatsächlich. In der Schlucht. Ja, guck mal. Ah, das war ganz dumm. Das war so... Warum bin ich so? Warum? Mann, ich wollte doch ausmachen. Warum mache ich nicht einfach aus? Warum? Jetzt muss ich doch mal irgendeine Scheiße machen, Junge. Okay. Sehr schöne Bestrafung, weil als letzte Bestrafung relativ useless. Glück gehabt. Thank God. Und ich würde sagen, sehr, sehr schöner Abschluss. Ich würde sagen, wir machen auf ganz entspannt hier Schluss an der Stelle. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend, an alle auf YouTube. Für euch einfach nur Tschüss, weil ich weiß nicht, wie viel Uhr es bei euch ist. Und allen anderen sage ich jetzt noch persönlich Tschüss.